Ich hab Dings schon vorbereitet. Die kleine Liste da. Moment, muss ich nochmal neu starten. Ja, gut, Moment. Podcast on the channel can now give gifts to the viewers. Okay. Muss ich mir mal anschauen, wie genau ich das mache. Okay. Cool. So. Wir haben ja gegen Ende von gestern endlich die Pegasus-Stiefel gefunden. Ja, gehen wir erstmal dahin. Ja. Genau so. Um uns erstmal ein bisschen Zeug. Und halt Perle. Und dann sieht das Ganze eigentlich schon ziemlich gut aus. Ich brauche halt noch die Medaillons. Oh. Medaillons brauche ich. Buch eventuell. Den roten Stab brauche ich. Sonst nicht wirklich. Sonst nicht wirklich viel mehr, um durchzukommen. Sehr schön. Na, fuck. Heißt, wir könnten recht schnell fertig werden mit dem Zeug. Ja. Eventuell heute sogar schon. Mal schauen. Gut, perfekt. So. So, jetzt kann ich in der Welt normal rumlaufen und auch Sachen machen, zum Beispiel Truhen öffnen. Das Container, okay. Geld. Ah ja, ich wollte eh mal gucken. Habe ich komplett vergessen beim letzten Mal. Okay, Skullwood. Ja, okay, das wussten wir schon. So. Dead Rock ist 5. Die 6 ist 1 war da oben. Blind war Thieves Town. Ich weiß nicht mehr, welcher
Boss sonst noch wo war. Moment. Die Augen, die waren nur hier. Heißt, rotes Medaillon muss ich nicht unbedingt machen, das ist schön. Heißt, ich brauche, glaub, Bombus ist das, glaube ich, nicht unbedingt. Ich glaube, da, wo die 6 ist, ist der. Ja, und die anderen sind eh gleich. Okay, also die Flossen brauche ich auf jeden Fall. Laterne halt. Okay, gehen wir erstmal zu... zu Kakariko, würde ich sagen. Müsste ich eventuell machen. Kommt drauf an. Aber machen wir erstmal anderes Zeug, das ich auf jeden Fall machen muss. Link Between Worlds ist ziemlich cool. Ist eins meiner Lieblingsspiele auf dem 3DS. Werde ich auf jeden Fall auch streamen. Irgendwann mal. Okay. Ich kann mir die Skates halber mal ein bisschen Zeug mitnehmen. Wo war denn das eine Ding, das ich gerade suche? War das das? Nein. Aber hier ist auch eine Truhe. Ein paar Bomben. Und Mario ist hier. Ich weiß nicht warum. Ah, da hier ist es. Warum Emulator gerade irgendwie ein bisschen Probleme hat. Ein einzelner Pfeil. Der ist besonders, weil es gibt nur einen einzigen einzelnen Pfeil, den man hier in dem Randomizer-Zeug bekommen kann. Wunderschön. Okay, also Thieves Town. Thieves Hideout, je nachdem, keine Ahnung. Sind einige Truhen, die man sich holen kann. Und mit Pegasus-Stiefeln ist das natürlich auch sehr schön. Leg! Thank you.
Einer Schlüssel. Pfeile, okay. Normalerweise Kaninchen, ja, normal schon, aber ich bin nackiger Link, der hat einen anderen Sprite. Kein Schamgefühl, ne? Nicht wirklich Speedrun. Alter. Ah! Das ist. Das, was ich mache, ist was anderes. Nennt sich A Link to the Past Randomizer. Und das sind die ganzen. Items, die man durch verschiedene Sachen bekommt. Hauptsächlich durch halt Truhen und halt so Items, die sonst so rumliegen. Durchgemischt. Heißt. Also ich habe jetzt zum Beispiel halt Items, die ich möglicherweise im Moment noch gar nicht hätte oder so. Aber dafür fehlen mir Items, die ich normalerweise sonst hätte. Und so weiter. Und ja. Macht das Spiel halt ein bisschen frisch sozusagen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich genau hin muss hier. Wird schon irgendwie hoffentlich.
Passiert. Ist nicht schlimm, der. Das hier geht, glaube ich, im Endeffekt eigentlich relativ schnell. Bäh. Blaue Bommel an meinem Hintern. Das ist ein Blatt. Ein Baumblatt. Der ist zur Zensur da. Der war am Anfang grün, aber ich habe inzwischen die blaue Rüstung aufgehoben. Deswegen ist er blau. Das Kackding im Weg. Ja, bin nackiger Link. Oh, das kann doch nicht sein. Und keiner gibt mir Herzen. Life is simply unfair. Herz. Keine Liebe. Keine Liebe für mich. Ich glaube, rote Rüstung sollte ich mir eventuell irgendwann holen mal. Ich weiß ja, wo die ist, bloß ich weiß nicht genau, wie ich da rankomme. Jetzt so ein bisschen besser aufpassen. Drüber
gesprungen. Oh, gut. War endlich mal ein Herz von einem Gegner. Herz. Nee. Durch die Tür geworfen, nice. Hm. Bomben-Upgrade, yeah! Tada! Tada! My optometrist said I have vision. Witzig, weil der Typ blind heißt. So blind. Schwer, wenn da so viel auf einmal halt rumläuft und rumfliegt und rumschießt. Ah, da ist noch ein Herz, schön. Sehr gut. Also nochmal. Oh.
Oh! Falsche Tür. Oh, Blind ist ein Arsch. Oh, das war eine goldene Mine sogar. So, diesmal sollte ich ihn aber schaffen. Ich weiß nicht, ob Bienen... Ich weiß nicht, ob Bienen, Bosse auch angreifen. So blind. Meine Fresse. Nackig. Yeah. So, Blind haben wir. Wunderbar. Ich weiß nicht, wie viele Items ich bei Blind mitgenommen habe, aber ja, das ist... Naja, muss... egal. So. Haben wir den. Unten kann ich nicht machen, fehlen mir Flossen. Ein Sechser könnte ich machen, ein Siebener könnte ich, glaube ich, machen. Oder habe ich genug Geld, ja. Und könnte ich... Ich hole mir erstmal... Guck erstmal in der Oberwelt nur ein bisschen rum. Wegen Items. Zum Beispiel. Kescher. Okay. Ich glaube, da war nichts.
Silberpfeile, ui. Nice. Macht den Ganon-Kampf ein ganzes Stück einfacher. Okay. Hammerstiefel kombinierbar. Jein, ist ein Glitch. Ist, soweit ich weiß, nur in der 1.0er japanischen Version möglich. Aber wenn man die 1.0er japanische Version hat, dann im Endeffekt einfach nur Item-Taste und Stiefeltaste gleichzeitig drücken. Kann man mit allen anderen Items kombinieren, also zum Beispiel ja, Feuerstab, Pfeile oder so. Bringt im Endeffekt nicht so extrem viel. Hammer ist, glaube ich, mit der beste Nutzen. So, mal schauen, was in der Truhe ist. Herzteil. Ah ja, Hype Cave. Hype Cave. Können wir mal gucken. Vielleicht ist da was Gutes drin. Puder, Geld, Pfeile, Geld, nichts Besonderes. Wenn wir schon mal hier sind, können wir mal auf die Pyramide gucken. Falsch. Herzteil nur. Ich hab ja Kescher. Ich hier mal guck. Let's
Herzteil. Yay. Laterne wäre halt auch irgendwann mal ganz nice. Hier war nur Fee. Okay, besseres Schild, auch gut. Welcher Baum war? Ja gut, machen wir Kackeistempel. Müssen wir ja sowieso machen. Tempel liebsten. Lieblingstempel. Muss ich mal überlegen. Ich glaube, der östliche Tempel. Endeffekt eigentlich der erste Tempel, den man überhaupt in dem Spiel macht. Den mag ich ziemlich gut. Ich glaube, den in der Wüste, der ist eigentlich auch ganz, ganz cool. Eieiei, ich brauche ein besseres Schwert. Thank you.
Beim Wald habe ich ein bisschen Probleme damit, dass in irgendwie so gut wie jedem Raum diese Hände sind, die einen an den Anfang vom Dungeon bringen. Die mag ich nicht so. Aber ansonsten, so vom Aufbau her, ist er eigentlich auch ziemlich cool. Bloß die Hände an sich, die mag ich eigentlich gar nicht. Deckenkörbchen, genau. Weiß ich gar nicht mehr. Ne. Leider nicht sofort. Wäre ganz praktisch gewesen. Ach stimmt, ich habe ja die neue Junji Ito Collection Folge geguckt, ne? Die war enttäuschend irgendwie. Also, die erste Geschichte war in Ordnung. Die zweite Geschichte war komplett für den Arsch. Also mit Horror hatte die zweite Geschichte wenig zu tun. Erste Geschichte war
war ganz in Ordnung eigentlich. Also wäre an sich eigentlich besser gewesen, hätten sie die zweite Geschichte komplett rausgelassen und dafür die erste Geschichte halt die ganzen, was weiß ich, 20 Minuten erzählt. Die erste Geschichte ging ein bisschen. War ein bisschen schnell zu Ende. Daher, ja. Bisher beste Episode von der Junji Ito Collection ist immer noch die zweite. Ich hoffe ja auch immer noch, dass die irgendwann Enigma of Amigara Fault bringen. Raum unter mir? Was? Das war. Hasse Eis. Okay, 20 Geld, das ist schön. Oh. Quallen. Ich mag keine Quallen. Besonders keine fliegenden Quallen, die in der Luft fliegen können. Der Sack. Da müssten Feen sein. So, jetzt macht's kein. Jetzt macht's mir nichts aus, wenn ich sterb. Ah.
Ich weiß gar nicht, ob ich das gestern gefragt habe. Wie war denn eure Woche so? Ganz okay. Nichts Besonderes. Was bin ich mit Pokémon Go angefangen? Ui. Welche Pokémon gibt es denn jetzt eigentlich schon bei Pokémon Go? Höhen sind dazu gekommen. Ah, okay. Oh, ich hasse den Raum. Okay, Boss. Zu kommen. Ich hab doch selber Pfeile. Wie viel Schaden machen die? Hatte ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Alter.
Das haben die schönes. Eine Biene. Biene in der Flasche, sehr schön. Ich hab die Perle doch noch. Okay. So, die 4 kann ich noch nicht machen. Fehlen mir die Flossen. 5 kann ich noch nicht machen. Fehlt mir Medaillon. 7 könnte ich machen. Glaube ich. Oder Wald. Auch wenn ich den Wald nicht unbedingt machen müsste. Batterie. Ja, das ist so die Sache mit Apps, die halt an sich ein bisschen. Viel versuchen zu machen. So halt. Technisch halt aufwendige Sachen zu machen und so weiter. Es geht übelst an Batterie. Mal, ich brauche da oben keine Laterne. Ey, Affe. Guter Affe. So. Schlüssel. Okay. Die schon wieder.
selber Pfeile. Und ich habe das Puder. Warum habe ich das überhaupt da, wenn ich das sowieso nicht aktualisiere? Na, ich brauche Laterne. Ich komme da ohne Laterne nicht durch. Kein Plan, wie man da laufen muss. Da könnte ich da hier mal gucken wegen Items und so. Keine Ahnung, was ich da versucht habe zu machen. Nichts Gutes. Ach, habe ich das Schaufel-Minispiel eigentlich schon gemacht? Ich glaube nicht. Das könnte ich machen. Ja, mit der Schaufel könnte ich mir in der Lichtwelt noch ein Item holen. Ja, hole ich mir das eine Item das hier noch und
das andere Item mit der Schaufel noch. Und dann machen wir mal Pause. Na, wo ist es? Gerade noch so gekommen. Hallo, Mario. Nicht noch ein Item, wenn ich einfach nur mit dem einen Typen da spreche. Tatsächlich. Voll Upgrade. Nee. Okay. Dann machen wir mal. Machen wir nächste Woche weiter. Ein bisschen was geschafft. Zwei Bosse. Wie viel fehlen noch? 1, 2, 3, 4. Und ein paar Items, die ich unbedingt noch brauche, um weiterzukommen. Hauptsächlich Laterne. Sumaria-Stab. Flossen. Und das eine Blitzmedaillon-Ding, das brauche ich noch. Gibt Pokémon Randomizer? Müsste ich mir auch mal anschauen. Ist bestimmt nicht schlecht. Ich habe noch eine Flasche bekommen, da. Ne?